heiße Alisa und ich habe mein freiwilliges Jahr in Georgien verbracht, in Tbilisi, der Hauptstadt, und war dort in einer NGO tätig, ICCN, International Center for Conflict and Negotiation, die sich mit verschiedenen Konflikten im Kaukasus, insbesondere dann in Georgien, beschäftigt haben. Also mein Mitbringsel ist weniger ein Mitbringsel, sondern auch eine Sache, die ich in Georgien eigentlich immer dabei hatte. Und zwar ist das mein Notizbuch, wo ich mir ganz viele Dinge aufgeschrieben habe, die mir aufgefallen sind, wo ich noch Fragen hatte, wo ich noch weiter nachforschen wollte in dem Sinne. Und was mir dadurch ganz viel geholfen hat, noch mehr von dem Land zu verstehen und dann noch mehr Interesse zu zeigen. Ja, ganz, ganz viel gelernt und mich insbesondere mit vielen Themen beschäftigt, die mich vorher vielleicht auch schon interessiert haben, wo ich mich aber nie so intensiv damit beschäftigt habe. Und das war in diesem Jahr besonders schön, dass ich dann nochmal vertieftere Eindrücke bekommen habe oder auch neue Eindrücke, neue Impulse und ja, dadurch ganz, ganz viel gelernt habe, was ich glaube, womit ich mich auch noch jetzt in den Jahren, die folgen, auch noch beschäftigen werde. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich eine Organisation raussucht, der man vertraut und ganz besonders die auch eine gute Vorbereitung, Nachbereitung und zwischendurch, dass man mit der gut in Kontakt ist und dann aber auch während dem Jahr, dass man offen ist, offen auf andere Leute zugeht, auf neue Situationen, auch wenn es vielleicht erstmal unbekannt, ungewohnt oder man da gar nicht so richtig was mit anfangen kann, dass man sehr offen ist und ja, versucht das dann zu verstehen und nicht erstmal verurteilt.